Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin Online. Mein Name ist Sonja Longolius und ich bin eine der beiden Leiterinnen dieses schönen Hauses, das Sie momentan im Netz besuchen können. Heute Abend bin ich sehr glücklich, dass wir Sascha Filipenko aus St. Petersburg zugeschaltet haben, der uns heute seinen Roman Rote Kreuze vorstellen wird, der in diesem Jahr erschienen ist auf Deutsch in einer wunderbaren Übersetzung von Ruth Altenhofer, die sich heute gemeinsam mit Nina Weller, mit dem Autoren, über dieses tolle Buch unterhalten wird. Ich wünsche Ihnen und uns allen jetzt viel Spaß und übergebe an Nina Weller. Ja, vielen Dank, Sonja, für die schöne Begrüßung. Und ich beginne gleich mit einem herzlichen Willkommen. Hallo, erstmal nach St. Petersburg, wo ich sehr herzlich Sascha Filipenko begrüßen möchte. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Я приветствую Сашу Филипенко в Санкт-Петербурге. Я очень рада, что вы у нас. Мне тоже Heute очень приятно, über... я очень рад. Ich bin auch sehr Спасибо. Erfreut. Vielen herzlichen Dank. Und ich führe gleich kurz ein. Rote Kreuze ist der Roman Sascha Filipenkos, über den wir heute sprechen wollen. Es ist ein vierter Roman, der 2017 unter dem Titel Krasny Kriest im Moskauer Verlag Vremya erschienen ist. Мы сегодня говорим о романе «Красный крест» Саши Филипенко, который в 2017 году вышел в Москве в издательстве «Время». Der Roman «Rote Kreuze» ist der erste Roman von Sascha Filipenko, der ins Deutsche übersetzt wurde. Die Übersetzung hat Ruth Altenhofer vorgenommen, wie es Sonja Longolius schon gesagt hat. Die Übersetzung erschien im März 2020 im Zürcher Diogenes Verlag. Это его первый роман, который переведен на немецкий и в переводе Рут Альтенхофер, как Соня уже говорила, и вышел он в издательстве Диогенес в Цюрихе в марте 2020 года. Ja, und Ruth Altenhofer möchte ich durch die virtuellen Tunnels in Wien herzlich willkommen heißen. Schön, dass auch du heute zugeschaltet bist. Ruth Altenhofer, приветствую в Вене. Приятно, что и ты подключилась сегодня. Und ja, ich freue mich, dass ich mit Ihnen und euch beiden heute zusammen über dieses sehr interessante Buch sprechen kann, mit Sascha Filipenko als Autor des Buches und mit Ruth Altenhofer über ihre Herausforderung oder über die Herausforderungen, die die Übersetzung für sie bedeutet hat. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Nina Weller. Ich bin Slawistin und Literaturwissenschaftlerin an der Viadrina und wie Sonja Longolius schon sagte, ich moderiere heute dieses Gespräch. Еще пару слов обо мне. Я славист и литературовед в университете Виадрина и сегодня веду через вечер. Und ich möchte mich auch nochmal sehr herzlich beim Literaturhaus bedanken, bei den Kolleginnen und Kollegen, die uns vorab gerade sehr gut in die technischen Besonderheiten eingeführt haben, einen guten technischen Support bereitet haben. Ich glaube, wir sind jetzt alle halbwegs gut vorbereitet. Nervosität ist immer noch etwas da, wie ich zugeben muss, aber ich denke, es wird sich im Laufe des Gesprächs in den nächsten Minuten alles entspannen. Да, и благодарю еще и Дом литературы в Берлине за техническую поддержку и за эту возможность сегодня вести такое мероприятие. И мы еще немножко волнуемся, но это все еще пройдет. Ich sage kurz etwas zum Ablauf des folgenden Gesprächs. Wir haben uns überlegt, dass sich Sascha Filipenko und Ruth Altenhofer in der ersten Gesprächsrunde kurz vorstelle und einige Fragen auch zu ihren Arbeiten stelle. Да, мы начнем с того, что я хочу представить писателя и переводчика. Да, представить. Mhm. Und wir werden dann im Anschluss einen kurzen Ausschnitt auf Russisch hören, gelesen von Sascha Filipenko selber. Und Ruth Altenhofer wird dann längere Ausschnitte aus der deutschen Übersetzung lesen.
Том будет чтение, начиная с оригинала, то есть Саша Филипенко будет сам прочитать отрывок из текста, а потом Рут Альтнова побольше прочитает из романа. Und wir haben dann eigentlich so zwei Runden eines längeren Gesprächs, wo wir ausführlich auf den Roman eingehen werden. Wir werden über den heutigen Umgang mit der sowjetischen Vergangenheit in der belarussischen und russischen Gesellschaft sprechen. Потом будет более длительный разговор о романе и о том, как общество в Беларуси и в России, какое у них отношение к прошлому. Und wir werden auch darüber sprechen, ob und wie heute Ereignisse aus der sowjetischen Geschichte, vor allen Dingen was den Zweiten Weltkrieg betrifft, den Stalinismus, was erzählt wird, wie erzählt wird, ob überhaupt erzählt wird. Und wie, sorry. И мы будем заниматься темой, насколько вообще сегодня рассказывают о сталинских временах, о сталинизме, о репрессиях, о войне и как они рассказывают. Und ob es auch ja, neue Formen des Erzählens gibt, die auch, sagen wir, gegen das Vergessen anschreiben, möglicherweise. И есть ли новые формы писания, которые как-то противостоят обвинению? Und wir werden auch darüber sprechen, welche Rolle die Fiktion im Umgang mit historischen Dokumenten haben kann, was in dem Roman Filipienkos eine besondere Rolle spielen wird, wie Sie später hören werden. И мы еще будем говорить о том, какую роль играет фикция в обращении с документальным материалом. Ja, das war jetzt kurz zum Ablauf. Ich beginne gleich mit einer Frage an Sascha Filipienko. Sascha, Sie sind ein vielseitig tätiger und begabter Mensch. Sie sind dem Fußball sehr zugetan. Sie sind Musiker. Sie haben klassische Musik mit Schwerpunkt Cello und Kontrabass studiert. Sie sind als Journalist tätig, haben als Drehbuchautor, Redakteur und Witzeschreiber für verschiedene Fernsehsender gearbeitet. Sie haben im unabhängigen russischen Fernsehsender Dosht, hatten Sie eine eigene Show, Vecherin Gerasimets am Abend, würde, könnte man übersetzen, in der Sie in die Rolle des Roman Romanowitsch geschlüpft sind und sowohl Studiogäste als auch Passanten auf der Straße durch sehr geschickte Fragen zu tagespolitischen Geschehen, ich würde mal so sagen, aufs Glatteis führten. Rutsch, du gibst mir ein Zeichen, wenn ich unterbrechen soll, Я ja? все понял, Рут, можно не переводить. Okay. Oh, okay. Тогда я продолжаю с вопросом. Dann mache ich mit der Frage weiter. Ja, also es ist einfach sehr beeindruckend, was Sie an unterschiedlichen Tätigkeiten in den letzten Jahren ausgeübt haben. Ja, die Frage ist natürlich bei solch einer der vielseitigen Tätigkeit, welche Rolle spielt das Schreiben oder aus welchem Impuls heraus, mit welchem Zielpublikum vor Augen haben Sie das literarische Schreiben als Ihre Haupttätigkeit gewählt? Und würden Sie sagen, dass das literarische Schreiben für Sie auch möglicherweise eine neue Form der Auseinandersetzung mit tagespolitischen und historischen Ereignissen darstellt? Вопрос сейчас, с какой мотивацией и с каким представлением о целевой аудитории вы в последние годы выбрали писательство как основную деятельность? И насколько это новая форма для вас, и новым способом обращения с ежедневными политическими и историческими событиями? Именно литературное описание. Спасибо за вопрос. Я еще раз хочу всех поприветствовать. Я очень рад, что я, пускай виртуально, но нахожусь сегодня в Берлине. Danke für die Frage. Ich bin sehr froh, dass ich wenigstens virtuell heute in Berlin sein kann. Ja. Я думаю, что я не выбирал литературу, а литература выбрала меня. И часто писателем становится еще до того, как написана первая книга. Ты еще ничего не написал, но ты уже понимаешь, что однажды ты станешь писателем и что у тебя нет другого выбора.
Ich finde nicht, dass ich die Literatur gewählt habe, sondern dass die Literatur mich gewählt hat. Und oft ist man schon ein Schriftsteller, bevor man überhaupt etwas geschrieben hat, sondern man kapiert einfach an einem bestimmten Punkt, dass man Schriftsteller ist. И на самом деле я никогда не хотел работать журналистом и не хотел работать на телевидении, несмотря на то, что у меня было собственное вечернее шоу, и сейчас я веду вечернее шоу. Я делаю это только для того, чтобы зарабатывать деньги, потому что литература сейчас дорогое удовольствие. А когда я занимаюсь своей литературой, в которой нужно много времени проводить в архивах и много ездить вслед за своими героями, это очень дорого. И у моей литературы большая себестоимость. И все, что я делаю на телевидении как журналист, только для того, чтобы писать книги. Ich wollte eigentlich gar nicht Journalist sein und ich wollte auch nicht beim Fernsehen arbeiten, obwohl ich eben eine Abendshow hatte und auch immer noch eine habe. Ich mache das einfach nur, um mir die Literatur leisten zu können. Denn wenn man viel reisen muss, um seine literarischen Helden zu entwickeln, dann kostet das einfach total viel Geld. Это не значит, что я несерьезно отношусь к своей работе журналиста, но если бы я мог ей не заниматься, я бы ей не занимался. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Arbeit als Journalist nicht ernst nehme, aber wenn ich es mir leisten könnte, es nicht zu machen, würde ich es nicht machen. Что касается второй части вопроса, насколько я понял, она была о том, как я пишу сейчас. Ja, die Frage war, oder Ruth, weißt du es noch? Die Frage war eigentlich, ob es für Sie, also was das literarische Schreiben für Sie speziell in der Auseinandersetzung mit den tagespolitischen, historischen Ereignissen ausmacht, gerade im Unterschied zum journalistischen Schreiben. Вопрос в том, какая разница для вас именно между журналистской работой и писанием как ну, литературные тексты? Какая особенность у Ровно. литературы, в отличие от журналистики? Это очень долгий разговор. Das ist ein großes Thema. Безусловно, когда я занимаюсь журналистикой в России, это отчасти алармистская журналистика. И это то, что когда я пытаюсь решить какие-то проблемы здесь и сейчас. Wenn ich in Russland Journalismus mache, dann ist das irgendwie so eine alarmistische Tätigkeit. Ich versuche Probleme jetzt und hier zu lösen. И можно сказать, что журналистика – это тактическое решение проблем, а литература – это стратегическое решение проблем. Man kann vielleicht sagen, dass Journalismus eine taktische Problemlösung ist und Literatur eine strategische Problemlösung. И, конечно, мы понимаем, что сейчас новости живут один день в ленте Фейсбука, и на следующий день все забывают о том, о чем рассказали журналисты. И мне кажется, что когда я пишу книгу и поднимаю несколько вопросов, и когда эту книгу переводят на много языков, и о ней много и часто говорят, это способ долго говорить об одной какой-то важной теме, которая меня беспокоит. Außerdem habe ich den Eindruck, dass Nachrichten einfach extrem kurzlebig sind. Die sind einen Tag in der Timeline von einem Social Media und dann sind sie wieder weg und vergessen. Und mit der Literatur setzt man sich länger mit einem Thema auseinander. Das heißt, ich habe dieses Thema schon länger in meinem Buch und dann wird das Buch noch länger gelesen und in andere Sprachen übersetzt. Also man kann sich dann einfach länger mit demselben Thema beschäftigen. К тому же Ja, в viel. литературе я могу заниматься последний момент. В литературе я могу Jetzt заниматься литературой, заниматься ритмом, заниматься языком и текстом, то, что для меня важно, то, чего я не могу сделать в повседневной журналистской работе. Und in der Literatur kann ich mich eben mit Literatur beschäftigen, also mit dem Rhythmus, mit dem Text, mit der Sprache. Und das ist das, was ich im Journalismus nicht machen kann. Ja, vielen Dank. Da würde ich gleich gerne noch einmal nachhaken. Wenn ich es richtig verstanden habe, schreiben Sie ja hauptsächlich oder größtenteils auf Russisch, sowohl was das journalistische Schreiben betrifft, als auch das literarische Schreiben. Und Sie leben ja auch seit vielen Jahren in Petersburg. Тут я хочу еще добавить вопрос. Насколько я поняла, вы
всегда на русском пишете, и в журнализме, и в литературе, и вы уже давно живете в Санкт-Петербурге. Und vor diesem Да. Kontext oder vor diesem Hintergrund hat mich, muss ich zugeben, etwas irritiert, ein Satz von Svetlana Aleksic, der auf dem Klappentext der deutschen Ausgabe abgedruckt ist. Da sagt Svetlana Aleksijevic, spricht sich sehr lobend über ihr Buch aus, was ich natürlich sehr gut verstehen kann. Und sie sagt dort, wenn Sie wissen wollen, was das moderne, junge Russland denkt, dann lesen Sie Filipenko. И на этом фоне меня удивила цитата Светланы Алексеевич о вашей книге. Она очень хвалит вашу книгу и говорит, если вы хотите узнать, что думает молодая Россия, читайте Филипенко. Jetzt kommt auch gleich meine Frage. Ich fand diese Aussage sehr irritierend, weil für mich überhaupt nicht klar war, welches Russland meint sie, wenn man weiß, dass sie ein aus Minsk stammender Autor sind und vor allem, weil sich die Handlungsgegenwart des Romans im heutigen Minsk abspielt. Also meine Frage, ja, wie ist eigentlich Ihre eigene Selbstverortung als Schriftsteller? Und vielleicht auch daran angeknüpft die Frage, macht das für Sie überhaupt einen Unterschied? Also haben Sie einen Eindruck, es gibt große Unterschiede zwischen der belarussischen und der russischen Leserschaft? Schreiben Sie möglicherweise auch anders, wenn Sie ein jeweiligen Lesepublikum im Kopf haben? Для меня странно то, что вы автор из Минска и действие романа происходит в Минске. То Поэтому я удивилась, о какой России она сейчас говорит. Я хочу вам задать вопрос, как вы сами, какое у вас самоощущение, как вы себя самого воспринимаете, и насколько это для вас вообще важно? И вы думаете, что есть разница между русским читателем и белорусским читателем? И вы чувствуете разницу, если вы представляете себе белорусскую аудиторию или русскую аудиторию? Или это вообще одно и то же для вас? Окей, очень много вопросов. Это sind viele Fragen. Первое, я ощущаю себя белорусским русскоязычным писателем. Mm-hmm. Also das Erste, ich empfinde mich als weißrussischen, russischsprachigen Autor. И здесь важно понимать, что русский язык не принадлежит России, и он в равной степени родной язык и для белорусов, и для людей, которые живут в Украине. И сейчас часто выбор языка становится политическим выбором. И я очень против этого выступаю, потому что я считаю, что язык — это только средство коммуникации. И я просто родился в русскоязычной семье, и Минск — русскоязычный город до сих пор. Поэтому у меня не было выбора... Если бы я начал писать на белорусском языке, это было бы отчасти искусственно. В 14 лет я начал говорить на белорусском языке, и это как раз был политический жест моего несогласия со всем, что происходило в стране. Но сейчас я хочу быть белорусом, но говорить на русском языке. Und ich finde überhaupt, dass die russische Sprache nicht Russland gehört, sondern die gehört genauso den russischsprachigen, die in der Ukraine leben oder die in Belarus leben. Und Es ist, für mich ist Sprache einfach ein Kommunikationsinstrument. Genau, und ich bin einfach in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen, in einer russischsprachigen Stadt, weil Minsk ist einfach russischsprachig und darum bin ich russischsprachig. Und wenn ich jetzt Belarussisch schreiben würde, dann wäre das was Künstliches und ein politischer Akt. Mit 14 habe ich angefangen, Belarussisch zu sprechen, um meinen Widerstand zum Ausdruck zu bringen, aber Das ist für mich nicht der Punkt und ich, also meine Muttersprache ist Russisch und darum schreibe ich auch so. И для меня в этом смысле очень важно, чтобы российские политики понимали, что люди, которые говорят на русском языке, автоматически не становятся гражданами России, как это было сделано с Крымом, с политическими, или как это пытаются сделать в Украине, когда говорят, что русский язык сразу становится принадлежностью к части России.
Совсем нет. То, что я говорю и пишу на русском языке, вовсе, и даже то, что я сейчас живу в России, просто так сложилось исторически. В этом нету какого-то политического выбора, и для меня как раз это очень важно. Und mir wäre es eigentlich sehr wichtig, dass die Politiker verstehen, dass, dass dieses, die Russischsprachigkeit nicht automatisch bedeutet, dass man ein Staatsbürger Russlands ist. Und dass die, so wie sie das eben mit der Ukraine machen zum Beispiel oder mit der Krim, wo sie davon ausgehen, dass, dass durch die Sprache eine Zugehörigkeit ausgedrückt wird. Und auch das, dass ich jetzt in Petersburg lebe, das ist nicht, das ist einfach meine. Das hat sich durch meine Biografie ergeben und nicht aus irgendeiner politischen Entscheidung heraus. Что касается читателей в Беларуси и в России, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я против обобщений, и я не знаю, я бы не объединял, что чем-то отличаются русские читатели от белорусских читателей, потому что один белорусский читатель отличается от другого белорусского читателя, два человека и три, это всегда очень разные люди, поэтому в этом смысле я не могу обобщать, и я не знаю, в чем разница. Если мы говорим о политическом и историческом контексте, то я думаю, что Светлана Алексеевич, во-первых, мне очень приятно, что она хвалит книгу. Я думаю, что важно понимать, что у нас очень много переплетений. Моя фамилия Филипенко – это украинская фамилия. Моя мама из России, мой папа из Беларуси, моя бабушка из Украины. У нас переплетение историй, и все эти страны всегда были общими. Поэтому это наша какая-то общая история всех трех стран. Und was dieses Zitat von Svetlana Alexejewitsch betrifft, freut es mich natürlich sehr. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einfach weiß, dass wir sehr viele Überschneidungen haben. Also ich habe in meiner Familie Russen, Ukrainer, Belarussen. Und das ist einfach normal, dass es eben dieses Gemeinsame gibt. Und genau, die Unterscheidung zwischen russischen und belarussischen Leser, die will ich deswegen nicht machen, weil ich gegen diese Verallgemeinerungen bin. Das heißt, ein belarussischer Leser unterscheidet sich vom anderen belarussischen Leser, also ich kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, vielen Dank. Последний момент о том, что и в России, и в Беларуси сейчас одинаково понимают свое прошлое. В Украине сейчас изменило свое отношение к прошлому, и мы видим, что там происходят другие процессы, и переосмысления, открываются архивы, то, чего бы хотелось, чтобы это произошло в России и в Беларуси. Но Россия и Беларусь в этом смысле очень схожи, и российское государство и белорусское государство одинаково понимает. Поэтому, когда Светлана Алексеевич говорит, что это история России, несмотря на то, что происходящее в Минске, описанное в книге, происходит в Минске, все это в равной степени могло бы произойти в любом российском городе. Mhm. Und ich glaube vor allem, dass Belarus und Russland sehr ähnlich sind, was eben diesen Umgang mit der Vergangenheit betrifft. Die haben einfach eine bestimmte Auffassung der Geschichte, die sehr ähnlich ist, wo in der Ukraine zum Beispiel gerade ganz andere Prozesse am Laufen sind, die das ein bisschen aufbrechen, wie das bisher gehandhabt wurde, wo eben auch Archive aufgehen und so. Und darum ist es relativ egal, ob das jetzt in Minsk oder in sonst einer beliebigen, also das hätte in jeder beliebigen russischen Stadt genauso passieren können, diese Geschichte in den Roten Kreuzen. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Natürlich war meine Frage auch etwas rhetorisch gestellt gewesen. Ich stimme Ihnen da absolut zu, dass, ja, was Sie auch gesagt haben, dass die russische Sprache nicht nur für Russen gepachtet ist. Meine Frage bezog sich tatsächlich auf die in der deutschen Ausgabe etwas irritierende Aussage, weil ich glaube, das Problem könnte sein für deutsche Leser, dass genau so ein Satz, ein verkürzter Satz im russischen im deutschen Klappentext für deutsche Leser, die wenig wissen über Belarus und über die Sprachverteilung, dieser Satz in die falsche Richtung führen könnte. Aber ich glaube, das würde für eine andere Richtung, die wir vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal ausführen können. Sie hatten im Prinzip in Ihrer Antwort schon eine Sache angesprochen, die ich auch als nächstes hätte fragen wollen. Sorry. Мой вопрос, конечно, был немножко и риторическим. То есть я совершенно согласна с тем, что
С тем, что вы сказали о русском языке и принадлежности России, просто эта цитата Светланы Алексеевича меня немножко удивила, и я немножко сомневаюсь, может быть, это она может вести не в ту сторону, если это немецкоязычные читатели, которые немного знают, читают, но это совсем, ну, это совсем другая тема. И я хочу продолжить со следующим вопросом. Sie hatten ja selber schon angesprochen, dass ja auch was der Umgang mit der Vergangenheit, was den betrifft, dass es ja ähnliche Diskussionen möglicherweise in Russland, Belarus gibt, gerade auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, auf den Umgang mit dem Stalinismus. Sie sprechen ja in Ihrem Buch ja wirklich sehr dunkle Seiten der sowjetischen Geschichte an. Es sind sehr grausame Kapitel aus der Zeit des Krieges, aus der Zeit des Roten Terrors. Und vor allen Dingen sprechen Sie ein Thema an, das Thema der sowjetischen Kriegsgefangenen. Да, вы уже сами говорили, что отношение к прошлому в России и в Беларуси очень похоже. И вы в своей книге поднимаете такие темы, такие очень темные времена советской истории, войну и сталинизм. И очень, да, вы рассказываете очень, очень жесткие истории красного террора. Угу. Genau, das habe ich gerade den Anschluss verpasst. Ja, meine Frage bezog, kommt jetzt. Meine Frage ist, gerade aktuell angesichts der trotz der aktuellen Situation in Minsk stattfindenden oder stattgefundenen großen Paraden zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Krieges, auch der in eingeschränktem Maße stattgefundenen Gedenkveranstaltung in Moskau, wissen wir, dass im offiziellen Gedenken beider Länder das Thema der Kriegsgefangenen, wie viele andere Themen, keinen nennenswerten Platz hat. Und wir sogar in den letzten Jahren durchaus mit einem positiven Bild Stalins zu tun haben, was sich sehr gut fügt in eine sehr heroische Perspektive auf die Rote Armee und auf die sowjetische Administration der Kriegszeit. Meine Frage ist, wie wurde Ihr Buch aufgenommen? Es ist ja sicherlich sehr, ja, auf, wie man sagen, auf einen aufgewühlt, geschichtspolitisch aufgewühlten Boden getroffen in beiden Ländern. Oder irre ich mich? Да, и вы подняли тему военнопленных, которая в официальной культуре памяти не поднимается. И хотя сейчас были эти парады в День Победы в Беларуси, в России, хотя и в ограниченном виде, царствует такой героизм, такой положительный образ Сталина, героизация Красной Армии. Да, и мой вопрос просто, как была воспринята ваша книга? Может быть, это совпадение, а может быть и нет, потому что все мои предыдущие книги, они или выигрывали премии литературные, или были в финалах литературных премий. Красный крест не попал ни в один даже лонг-лист. То есть в России ее не заметили совсем. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber meine anderen Bücher haben immer Preise bekommen oder sind wenigstens nominiert gewesen für Preise und die Roten Kreuze sind nicht mal auf irgendeine Longlist gekommen. Так что можно сказать, что на 10 языков переведена моя худшая книга. Also kann man sagen, dass mein schlechtestes Buch in 10 Sprachen übersetzt wurde. Если серьезно, я думаю, что
Нету, это лучшая тактика, просто об этом не говорится, не замечается. Уже давно нету, это даже не то, что мою книгу не заметили, потому что у нее и не было возможности быть замеченным, потому что темы, которые я поднимаю, их не обсуждают на телевидении, на главных каналах, на радио. Меня никогда не пригласят поговорить о моей книге на первый канал или на второй канал, потому что вы должны понимать, что 9 мая, позавчера, на главном российском спортивном телеканале показали повтор матча хоккейного, в котором сборная России обыгрывает сборную Германии на чемпионате мира по хоккею какого-то года, потому что очень постоянно педалируются темы победы над Германией и повторяют даже хоккейный матч. И в этом смысле, конечно, нет никаких шансов, что ну, о книге будут говорить. Для меня важно, что она переиздана несколько раз, что ее читают, ее знают читатели, но с самого начала было понятно, что ее не заметят. Ich glaube, es ist einfach so eine Taktik, das nicht zu bemerken, also mein Buch einfach nicht zu bemerken, ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken, weil es dieses Thema der Kriegsgefangenen einfach nicht gibt, offiziell. Und ich wurde nie ins Fernsehen eingeladen damit, weil das einfach nicht in diese offizielle Erinnerungskultur passt. Und die sieht zum Beispiel so aus, dass vorgestern am Tag des Sieges im Fernsehen ein Eishockey-Match von Jari Schnee gesendet wurde, wo die russische Mannschaft die deutsche Mannschaft besiegt hat. Das heißt, es wird immer wieder dieser Sieg über die Deutschen wieder gekäut. Und da haben natürlich Kriegsgefangene keinen Platz. Und ich bin froh, dass es einfach etliche Auflagen von meinem Buch gibt und dass es die Leser kennen und offiziell wird es einfach ignoriert. Например, мы Ja, совершенно vielen точно понимаем, что эту книгу никогда в жизни не экранизируют в России, но при этом сейчас будет постановка в Гоголь-центре, в театре Кирилла Серебренникова, и мне кажется, это главный ответ. Понимаем, что часть общества, одна часть общества понимает важность этой книги и обратила на нее внимание. То, что официальные лица на нее не обращают внимания, но никто на это и не рассчитывал. Und es ist mir auch klar, dass das Buch natürlich nie in Russland verfilmt würde. Aber es gibt jetzt eine Inszenierung im Gogol Center, im Theater von Kirill Serebrennikov. Und das heißt, es ist deutlich, dass eben ein Teil der Gesellschaft dieses Buch wahrnimmt und schätzt. Und der andere Teil wird es eben nie erfahren. Ja, vielen Dank, Sascha. Ich denke, wir werden später noch mal auf einige Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, zurückkommen. Ich würde jetzt ganz gerne, bevor wir auch dann gleich zur Lesung kommen und zum Roman selber, die Perspektive etwas wechseln und Ruth Altenhofer ins Gespräch holen. Wir haben uns organisatorisch so entschieden, dass Ruth sich nicht selber komplett übersetzen wird, sondern im Anschluss ihre eigene, also meine Frage und ihre Antwort für Sascha Filipienko kurz zusammenfassen wird. Потом, наверное, вернемся к некоторым аспектам нашего разговора. Но сейчас я хочу задать вопросы Рут Альтенхофер. И мы решили, что она не полностью все будет перевести, а так в сокращенном виде. Ja, Ruth, kommen wir zu dir und zu deiner wunderbaren Übersetzung des Buches. Und zuvor noch mal kurz zu deinem Background. Du hast Slawistik studiert und bist seit 2015 als selbstständige Literaturübersetzerin aus dem Russischen tätig. Ich finde, dein Spektrum ist außerordentlich vielfältig. Du übersetzt Prosa, Graphic Novels, Lyrik, journalistische Texte, gelegentlich auch Theaterstücke. Du hast teilweise oder einige Jahre lang im psychotherapeutischen Bereich für Geflüchtete gedolmetscht und übersetzt seit einiger Zeit auch tagespolitisch sehr aktuelle Texte für Decoder. Kurze Nebenbemerkung, wer Decoder nicht kennt, ich mache kurz eine kleine Werbeschleife. Decoder ist eine sehr empfehlenswerte Internetplattform, auf der
sehr qualitätsvolle, kritische journalistische Texte aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt werden und seit neuestem auch umgekehrt eine Auswahl von aus deutschen journalistischen Texten ins Russische stattfindet. Aber zurück zu Ruth. Was mich immer interessiert, bei übersetzten Texten und literarischen Texten, wie kam der Roman von Sascha Filipienko zu dir? Und wie hast du während des Übersetzungsprozesses, welches Bild der deutschen, aber auch der russischsprachigen Leserschaft hast du dir während des Übersetzungsprozesses gemacht? Weil ich glaube, gerade bei diesem historischen Kontext möglicherweise sehr viel historisches Wissen mittransportiert werden muss, was möglicherweise den deutschen Lesern nicht so präsent ist. Also diese beiden Fragen, wie kam der Roman zu dir und die Leserschaft? Also ich glaube, mich hat eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass Sergei Lebedev in Wien ist. Und ich habe beschlossen, ihn kennenzulernen und bin mit ihm am Donaukanal spazieren gegangen und habe ihn gefragt, ob er einen Autor kennt, der noch nicht übersetzt ist und interessant wäre zu übersetzen. Und er hat dann gesagt, ja, eben Sascha Filipenko mit Krasnik Kriest. Und dann, ich weiß gar nicht mehr so genau, jedenfalls irgendwie, vielleicht habe ich Sascha Filipenko dann über Facebook gefunden und er hat mir seinen Roman geschickt oder irgendwie so. Ich finde, es ist ja heutzutage sehr einfach, Leute zu finden mit den Social Media. Dann habe ich es gelesen und habe mir gedacht, ich finde den Roman sehr packend, sehr spannend. Und ich glaube, es ist ein Buch, das leicht zu lesen ist, obwohl es so historisch gehaltvoll ist und auch ein schweres Thema ist. Und das finde ich eigentlich recht gut daran, weil das einfach dadurch hat es die Möglichkeit, von vielen Leuten gelesen zu werden. Also auch die, die einfach nur zum Vergnügen lesen und ja, zum Spaß so. Ich habe dann, wie man das eben so macht, ich habe dann ein paar Seiten übersetzt und verschiedenen Verlagen vorgeschlagen. Und irgendwann ein halbes Jahr später habe ich es dann dem Diogenes Verlag vorgeschlagen und die haben gesagt, ja, sie haben gerade letzte Woche die Rechte gekauft. Das heißt, das war eigentlich ein total glücklicher Zufall, dass ich den richtigen Moment erwischt habe, sonst wäre der Auftrag einfach, hätte ihn jemand anderer gekriegt. Genau, so bin ich dazu gekommen. Und eben Zielpublikum, das ist, genau, ich finde, man braucht eben nicht viel oder vielleicht sogar gar kein historisches Wissen, um den Roman zu lesen und zu verstehen. Weil durch diese Art des Erzählens, wo dieser Alexander im Buch einfach eigentlich sehr uninteressiert ist und nicht viel weiß und so, dadurch erzählt sie ihm alles ganz genau. Und das heißt, es ist alles im Buch drin, was man wissen muss. Und die Sachen, die man halt nicht weiß, die kann man ganz schnell googeln. Also dann muss jetzt wirklich nicht der Spezialist sein, um dieses Buch zu verstehen. Genau, und eben die Frage nach der Zielgruppe passt da eben dazu, dass ich glaube, dass das junge Leute lesen können oder, weiß nicht, einfach Leute, die lesen. Aber es ist dann auch so, ich bin auch selber neugierig, wer das dann liest also ich habe noch nicht mit so vielen Leuten darüber gesprochen. Ich bin auch neugierig auf Reaktionen darauf und so. Так, Ніна мені спросила, як ваша книга дійшла до мене, і я їй розказала, як я пообщалася з Сергієм Лебедєвим, і як він посоветував мені «Красний крест», і як я знайшла «Діогенес». І о том, потрібна ли доповнительна інформація для німецькоязичного читателя. І мне кажется, что я не надо было ничего не добавить, потому что в книге и так очень подробно все описано, что нужно знать, чтобы понять это действие и то, что происходило. Ja, vielen Dank, Ruth. Vielen Dank, Sascha. Wir kommen
zum nächsten Teil. Wir wollen gleich in den Roman konkret einsteigen. Und wir hatten vorab noch mal kurz besprochen, dass ich noch mal ganz kurz eine kleine Einführung in den Roman gebe, das auf Deutsch, ausschließlich auf Deutsch mache. Und Sascha verständlicherweise sagte, er ist gut informiert über den Roman und dort erstmal keine Übersetzung braucht. Das heißt, wir werden jetzt von meiner Einführung dann direkt zur Lesung weitergehen. Ja, der Roman Rote Kreuze ist Sascha Filipenkos vierter Roman. Er erzählt darin von der Begegnung zwischen dem jungen Mann Alexander und der 91-jährigen Tatjana Alexejewna. Sie sind zufällig Nachbarn in einem Minsker Wohnhaus und kommen ins Gespräch. Und was sie verbindet, ist das Nachdenken oder das Sprechen über die Vergangenheit. Es sind aber unterschiedliche Vergangenheiten. Während Alexander ein sehr schmerzhaftes Kapitel aus seiner nahen Vergangenheit, nämlich den Tod seiner Frau, nicht krampfhaft, aber doch mit allen Mitteln gerne vergessen möchte, versucht die an Alzheimer erkrankte Tatjana Alexejewa sich mit allen Mitteln an die zeitlich sehr weit zurückliegenden Ereignisse ihres Lebens zu erinnern und ihre Lebensgeschichte zu erzählen, bevor es zu spät ist. Das ist dann die Klammer, die uns als Leser und Leserinnen einführt in die Lebensgeschichte dieser Frau. Es ist eine sehr tragische Lebensgeschichte. Wir erfahren, und mit uns auch der desinteressierte junge Mann, über die ganz irrsinnige Zeit der Repression unter Stalin, über das Leben in der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, ist vor allen Dingen die Anfangszeit des Krieges, und über den sehr unrühmlichen und inhumanen Umgang der sowjetischen Administration und Regierung mit den eigenen, nämlich den sowjetischen Kriegsgefangenen. Das Sujet kristallisiert sich aus einem zentralen Ereignis sozusagen heraus. Diese Tatjana Alexejewna arbeitet als junge Frau als Fremdsprachensekretärin beim NKID, also dem sowjetischen Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten, und bekommt dort Einsicht in Dokumente, in sehr vielfältige Dokumente, aber vor allem in die Korrespondenzen des Internationalen Roten Kreuzes an die sowjetischen Behörden. Und darin geht es vor allem um die Bemühungen des Internationalen Kreuzes Anfang der 1940er Jahre von der Schweiz aus die Bedingungen für Kriegsgefangene zu erleichtern und einen Austausch der sowjetischen und deutschen Kriegsgefangenen zu organisieren. Diese Anweisungen oder die Anweisung des seitens der sowjetischen Behörden ist allerdings, diese Briefe auf keinen Fall zu beantworten, was eben sehr deutlich zeigt, dass seitens der Sowjetunion keinerlei Entgegenkommen gegenüber den Angeboten des Roten Kreuzes vorhanden waren. Diese junge Tatjana Alexejewna entdeckt aber eines Tages eine Liste mit Namen sowjetischer Kriegsgefangener, wo sie auch, ja, wie es der Zufall will, den Namen ihres Mannes Joscha entdeckt. Und daraufhin eine sehr folgenreiche Entscheidung trifft. Sie weiß, dass Kriegsgefangene in der Sowjetunion als Verräter und somit als Volksfeinde gelten und dass ihnen und ihren Familien nach der Rückkehr in die Sowjetunion die Deportation ins Straflager droht. Also entscheidet sie sich sehr spontan, die Liste zu fälschen. Sie streicht den Namen ihres Mannes heraus und doppelt sozusagen den Namen eines anderen Mannes, damit die Anzahl der Personen, die auf der Liste aufgeführt sind, vollständig bleibt. Diese Fälschung fliegt zwar nie auf, aber sie ist ihr Leben lang von schlechtem Gewissen geplagt und wird dann auch trotz, dem es nicht auffliegt, kurz nach Kriegsende verhaftet und ins Lager verbannt. Ja, und erst 1949 wird sie rehabilitiert. Wir machen quasi mit ihr als Leser und Leserin den Sprung mit ihr mit. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort auch zum Kontext und auch zur aktuellen Erinnerungskultur. Die meisten wissen es sicherlich, aber dennoch ist es vielleicht wichtig, nochmal zu betonen, dass über das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Kriegsgefangenschaft und den sehr repressiven Umgang der sowjetischen Administration mit den aus den Gefangenschaft heimgekehrten Soldaten und deren Familien erst seit ein paar Jahren wirklich intensiv geforscht wird und mehr bekannt wird. In deutscher Kriegsgefangenschaft waren um die 5 Millionen sowjetischer Soldaten und Offiziere. Davon sind mehr als 3 Millionen Personen
den sehr unmenschlichen Bedingungen der Gefangenschaft zum Opfer gefallen oder sie wurden direkt ermordet. Ja, und was das Buch eben auch erzählt, dass diejenigen, die aus der Gefangenschaft heimkehrten in die Sowjetunion, die wenigen, ihnen drohte in der Sowjetunion Zwangsarbeit im Gulag, ihre Familien wurden repressiert und als Volksverräter, Angehörige von Volksverrätern mit bestraft. Noch ein kurzes Wort zur aktuellen Aufarbeitung. Das wäre natürlich ein großes Thema. Ich möchte nur noch mal betonen, dass natürlich viel Auseinandersetzung auch gerade in Russland und im russischsprachigen Raum in den letzten Jahren mit dem Kriegsgefangenen-Thema stattfand. Die NGO Memorial, die Menschenrechtsorganisation, ist seit Jahren sehr aktiv an der Aufarbeitung der Kriegsgefangenen-Schicksale dabei. Es gibt ein wichtiges deutsch-russisches Regierungsprojekt zur Recherche und Dokumentation sowjetischer und deutscher Kriegsgefangener und Internierter. Seit 2016 gibt es das Projekt. Und erst letzte Woche wurde ein ganz umfangreicher Bestand über sowjetische Kriegsgefangene aus dem Deutschen Bundesarchiv an Russland übergeben. Es gab auch zahlreiche Ausstellungen, zum Beispiel in der Permer Kunsthalle die Ausstellung Erinnerungsbrücke, die sich dem Thema gewidmet hat. Ich könnte das Thema jetzt, die Liste fortsetzen. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, bevor wir dann wirklich zum Roman kommen, es gibt immer mehr Auseinandersetzung, taucht immer mehr auch in der offiziellen Gedenkkultur auf, aber ist weiterhin, ich würde sagen, auch in beiden Ländern ein Thema, was dem noch zu wenig Beachtung geschenkt wird, was wir jetzt aktuell gerade anlässlich der Gedenkveranstaltungen doch sehr deutlich sehen konnten. Und in Russland, Sascha Pilipenko hat es selbst erfahren, ist der Zugang zu den entsprechenden Dokumenten schwierig. Er wird teilweise systematisch verhindert und über das Thema wird im offiziellen Diskurs ja weiter geschwiegen oder ist eher an den Rand gedrängt. Und genau darum kreist der Roman. Es geht um den Umgang oder eben auch den Nicht-Umgang mit der sowjetischen, der stalinistischen Vergangenheit. Es geht um unbewältigte Trauma. Es geht aber eben auch um das, ja, in diesem schönen Bild oder diesem wichtigen Bild des bewussten Vergessens in der Figur Saschas und dem gleichzeitigen Entschwinden der Erinnerung in der Person der Tatjana, um dieses sehr schwierige Verhältnis von zwischen ja, Vergessen und Erinnern. Das meine einführenden Worte zum Roman. Wir kommen jetzt zur Lesung. Und wir machen es so, dass Sascha Filipjenko einen kleinen Ausschnitt auf Russisch lesen wird, damit Sie auch die Stimme des Autors hören und vor allen Dingen den Originaltext hören. Und die anderen Abschnitte wird Ruth Altenhofer aus der deutschen Übersetzung lesen. Also kommen wir jetzt zur Lesung des ersten Abschnittes auf Russisch. Und das ist ein Teil aus einer Szene oder aus dem Teil der Lebensgeschichte zum Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit der jungen Tatjana Alexejewna im NKID. В конце первого курса к Татьяне Алексеевне подошел безликий человек. Мужчина отвел ее в сторону и спросил: «На скольких языках вы изъясняетесь? Кто вы? Отвечайте. На французском, итальянском, английском, немецком и русском. На всех говорите без акцента, только на советском». С извивительной улыбкой ответила девушка. Незнакомец взял под руку и объяснил, что бояться нечего. Во-первых, отец мой был человек надежный. Во-вторых, мне предоставляется возможность послужить делу Великого Октября. Татьяна Алексеевна не боялась, во всяком случае тогда. Она мало что понимала, а потому, когда человек начал вербовку, ни в коем случае не робела. «Сами работайте на свой дождливый месяц», высвобождаясь из его объятий, фыркнула я. Он снисходительно улыбнулся и пошел за мной по коридору. Спустя несколько минут человек из органов предложил мне пройти курсы стенографии и машинописи. Вот это уже было интересно. «Зачем?» – спросила я. Он объяснил. Его аргументы показались мне убедительными, и я согласилась. Вот так, год спустя после переезда в Москву, я вдруг стала корреспондентом-машинисткой в НКИДе. Что такое НКИД? Народный комиссариат иностранных дел, теперешний МИД. Удивительное место. В первое время мне, кажется, даже нравилось. Интересные люди, увлекательная работа, другой мир. Ничего общего с тем, что я наблюдала на улице. Уехать в Европу я больше не могла, зато появлялась возможность быть чуточку ближе к дому. Со временем ей стали доверять. Каждый день через ее руки проходили десятки документов, шифровки, донесения, обращения иностранных граждан, письма заграничных коммунистов, переводы и воззвания. Она любила повторять, что в кабинете стоит вечная осень,
потому что листы то и дело падали на ее стол. Gegen Ende des ersten Studienjahres trat ein gesichtsloser Mensch an Tatjana heran. Er zog sie zur Seite und fragte: Wie viele Sprachen beherrschen Sie? Wer sind Sie? Antworten Sie: Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Alle akzentfrei? Akzentfrei nur Sowjetisch, antwortete das Mädchen mit spöttischem Lächeln. Der Unbekannte hat mich untergehakt und erklärt, dass ich nichts zu befürchten habe. Erstens sei mein Vater ein zuverlässiger Mensch gewesen, zweitens würde ich die Gelegenheit erhalten, der Sache des großen Oktober zu dienen. Tatjana Alexejewna hatte keine Angst, zumindest damals nicht. Sie war einfach vollkommen ahnungslos, weshalb sie auf diese Rekrutierung auch keineswegs eingeschüchtert reagierte. Ich habe gelacht und mich von ihm losgerissen. Ihren verregneten Monat können Sie gern behalten. Er hat milde gelächelt und ist mir durch den Flur gefolgt. Ein paar Minuten später hat mir der Mann von den Sicherheitsorganen Kurse in Stenografie und Maschinenschreiben angeboten. Das klang schon interessanter. Wozu, habe ich gefragt. Er hat es mir erklärt. Seine Argumente schienen mir überzeugend, also habe ich ja gesagt. So bin ich ein Jahr nach meinem Umzug nach Moskau Sekretärin im NKID geworden. Was ist das NKID? Das Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten. Das heutige Außenministerium. Ein beeindruckender Ort. In der ersten Zeit hat es mir, glaube ich, sogar gefallen. Interessante Leute, spannende Arbeit, eine andere Welt, die nichts gemein hatte mit dem, was ich auf der Straße sah. Nach Europa konnte ich jetzt nicht mehr fahren, dafür brachte mich meine Arbeit geistig meinem Zuhause näher. Mit der Zeit vertraute man ihr. Jeden Tag gingen Dutzende Dokumente durch ihre Hände, verschlüsselte Botschaften, Berichte, Anträge ausländischer Staatsbürger, Briefe von Kommunisten aus dem Ausland, Übersetzungen und Appelle. In ihrem Dienstzimmer herrsche ewiger Herbst, sagte sie gern, weil ständig Blätter auf ihren Schreibtisch siegelten. Und dann habe ich einen Freund gefunden, ja, einen richtigen Freund, Pavel Asarov. Er war nur ein Jahr jünger als ich, jung, gebildet und lustig. So wie ich war er im Ausland geboren, aber nicht in London, sondern in Genua. Pascha hat mal gesagt, dass wir beide viel gemeinsam hätten, weil die Genuesen den Engländern die Fahne mit dem Roten Kreuz geschenkt haben. Wir waren jünger als die meisten anderen Kollegen und hatten noch dazu ähnliche Erinnerungen. Mailand, Verona, der Gardasee. Die schönsten Orte waren in unserem gemeinsamen Gedächtnis archiviert. Ich war für die Dokumente zuständig, Pascha war Assistent des Volkskommissars. Ich mochte ihn, wusste aber auch, dass zwischen uns nie etwas sein würde. Wir waren Kumpel, wie zwei kleine Jungs. Das Volkskommissariat für Auswärtiges lag damals am Kusnetzki Most. In der Mittagspause saßen die Freunde oft auf dem kleinen Platz gegenüber. Tatjana sah den vorüberfahrenden englischen Leylandbussen nach und stellte sich vor, nach London zurückzugehen. Wir hatten sogar so ein Spiel. Wir haben die Augen geschlossen und den anderen in die Heimatstadt mitgenommen. Asarov hat mich durch Genua geführt und ich war mit ihm auf der Tite Street spazieren, wo Mark Twain und Oscar Wilde gelebt haben, auf der Tite Street, wo auch mein Zuhause einmal war. Die Nachbarin wiederholt das Wort Zuhause und ich drifte ab. Verblüffend, wie vertraute, abgegriffene Wörter plötzlich einen ganz neuen Sinn erhalten können. Von jetzt an werde ich mit diesem Wort einen neuen Ort in einer anderen Stadt meinen. Das Zuhause von früher und das eben erst entstehende Zuhause, das Zuhause der Kindheit und das Zuhause der Stille. Mein Blick fällt auf die Einkaufstaschen mit dem Essen und ich denke, dass ich Mama anrufen muss und fragen, wie es meiner Tochter geht. Sie haben zweimal auf die Uhr geschaut, Sascha. Interessiert Sie das alles gar nicht? Doch, doch. Es interessiert mich. Wissen Sie, es ist nur gerade alles nicht so leicht. Der Umzug, das andere Land, ich fühle mich ein bisschen verloren. Warum sind Sie hierher gezogen? Ich habe gedacht, das ist besser für meine Tochter. Ist sie hübsch? Weiß nicht, das ist noch schwer zu sagen. Ich war kein hübsches Kind. Andere sehen mit 8 noch aus wie hässliche Entlein, aber dann verwandeln sie sich und sind mit 10 gar nicht übel. Doch das war bei mir nicht der Fall. Genau wie die Sowjetunion war ich in meiner Hässlichkeit stabil. Ich glaube, ich muss 12 gewesen sein, als mein Papa mir einmal sagte, mach dir nichts draus, dafür bist du klug. Männer sind wirklich unsensible Wesen. Es müsste mal einer kommen und ihnen erklären, dass ein einziger solcher Satz genügt, ein Mädchen für das ganze Leben zu traumatisieren. Von da an hatte ich immer Komplexe, was meinen Vater allerdings wenig gekümmert hat, er war dabei, eine neue, vollkommene Welt aufzubauen. Und während er die Beziehungen zum Westen zu retten versuchte, habe ich meine Kindermädchen immer wieder gefragt, warum Papa mich nicht lieb hat. Die Tantchen haben nicht geantwortet, mir nur über den Kopf gestreichelt. Und Papa hat sogar nachgelegt. Wieder in Moskau, kurz vor seinem Tod, ist er auf dieses Gespräch zurückgekommen. Eigentlich bist du sogar sehr schön. Es muss nur einer kommen, der deine Schönheit erkennen kann.
Dabei hätte er es auch belassen können, aber er hat hinzugefügt: Du bist wie ein konstruktivistisches Bauwerk. Ja, stellen Sie sich vor, genau so hat er das gesagt. Du, meine Liebe, bist wie ein konstruktivistisches Haus. Jetzt begreifen noch nicht alle deine Schönheit, aber glaub mir, es werden Zeiten kommen, wo sie begeistert sind von dir. Komisch, dass er gar nichts über meine Funktionalität gesagt hat. Das Lustige ist, mein Papa sollte recht behalten. Ich habe einen Architekten geheiratet, einen Namensvetter meines Vaters, Alexei, Ljoscha genannt. Mein Mann hat oft gesagt, er habe sich auf den ersten Blick in mich verliebt. Er habe sich dort auf dem Platz gegenüber dem NKID nicht an mir satt sehen können. So ein Blödsinn, aber was soll's. Sie lernten sich im Sommer 34 kennen. Die Zeit von Slow Fogs und steigenden Temperaturen. Es waren bis dahin schon mehrere Männer durch ihr Leben gezogen, aber keiner hatte Spuren hinterlassen. Illusionen in Bezug auf sich selbst hatte Tatjana sich nie gemacht. Wie hieß das damals? Dritte Wahl ist immerhin keine Ausschussware? So sah ich mich. Mir war klar, dass niemand freiwillig bei mir bleiben würde. Als sich Ljoscha also zu mir gesetzt hat, habe ich zuerst gedacht, er ist ein Spion. Nein, wirklich. Damals war ich schon seit fast 5 Jahren in Moskau, habe im NKID gearbeitet und hatte, was Angst betrifft, schon einiges dazugelernt. Wie dieser Unbekannte mich ansprach, war ich mir sicher, dass er ein ausländischer Agent sein musste. Das wirkte alles so merkwürdig. Ich sitze da, hässlich wie ich bin, und da kommt so ein Schönling daher und will mich kennenlernen. Die ersten paar Tage redete sie nicht mit ihm. Natürlich nicht. Sie dachte, sie würde auf die Probe gestellt. Ljoscha machte Scherze, er hatte einen hinreißenden Humor, aber Tatjana lächelte nicht einmal. Ich weiß noch, wie ich Pascha Asarow gefragt habe, ob er es für möglich hält, dass jemand sich in mich verliebt. Eine dumme Frage, ich weiß, und dazu noch deplatziert. Jedenfalls, Pascha hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gefragt, wie ist er denn? Gut aussehend, gebildet, sieht aus wie ein Schwede. Vielleicht ist er doch ein Spion. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat er mich schon... Was, ihr habt schon? Ach, Asarow, du Dummkopf. Alexei war geduldig. Gelassen ertrug er sämtliche Flausen Tatjanas. Sie behandelte ihn ja immer noch wie einen Spion. Zudem wuchs mit jedem Tag, der verging, ihr Misstrauen. Sie ließ sich nicht erweichen und er gab nicht auf. Wer sollte schon so viel Zeit verschwenden für ein Weibsbild wie mich? In Moskau gab's schöne Frauen auf Schritt und Tritt und er klebte an mir wie ein nasses Birkenblatt. Vielleicht wusste er, dass ich im Westen geliebt hatte. Vielleicht wollte er auswandern. Jeden Abend stand sie vor dem Spiegel und sortierte Kleider und Gründe, Motive und Ohrringe. Ängstlich fragte sie sich, wann er wohl verschwinden würde, aber Ljoscha blieb. Ich war bereit, an alles zu glauben, nur nicht an die Liebe. Ich habe ihnen, meine ich, schon erzählt, dass ich von klein auf gern gezeichnet habe. Und stellen Sie sich vor, eines Tages ist Ljoscha mit einer Staffelei zu unserem Treffpunkt gekommen. Was ist das denn, habe ich gefragt. Für dich? Wozu? Ich habe gesehen, wie du in der Mittagspause auf einem Blatt gezeichnet hast. Spionierst du mich aus? Ach was, ich habe einfach oft hier zu tun. Was denn zu tun? Erzähle ich dir irgendwann. Komm, ich begleite dich. Keine Ahnung warum, aber ich habe zugesagt. Er hat so dumm ausgesehen mit dieser Staffelei. Ich habe dir auch Farben gekauft und Pinsel. Wieso glaubst du, dass ich die annehme? Wenn du sie nicht willst, schenke ich sie jemand anderem. Einer anderen? Er überholte sie und blieb stehen, stand vor ihr und lächelte sie an. In der einen Hand eine Tasche, in der anderen die Staffelei. Sie sah ihn an und wusste, dass sie ihn bereits liebte, dass sie ihn ihr Leben lang lieben würde. Eigentlich hätte ich mich freuen sollen mit meinem Hexengesicht und habe mich immer noch geziert wie Prinzessin Rühr mich nicht an. Was wolltest du noch mal erzählen? Was hast du hier zu tun? Ich wollte erzählen, dass ich oft hier bin im Auftrag der Pompolit. Was ist die Pompolit, frage ich. Hilfe für politische Gefangene, antwortet die Nachbarin. Bis 1922 hieß das noch Moskauer Komitee vom politischen Roten Kreuz. Heute kaum zu glauben, aber auch das hat es in der Sowjetunion gegeben. Formal hat Jeschow die Pompolit erst 1938 aufgelöst. Ljoscha war nicht direkt dort angestellt, hat aber bei der Sammlung für die Häftlinge geholfen. Er hat mit Lesungen und Musikabenden Geld aufgetrieben. War das nicht gefährlich? Auch nicht gefährlicher als Brücken bauen. 1936 ist eine Brücke eingestürzt, die Ljoschas Büro entworfen hatte. Alle Mitarbeiter und Architekten mussten ins Lager. Ljoschas Rettung war, dass er einen Monat zuvor auf ein anderes Projekt versetzt worden war. Einfach Glück gehabt. Hätten sie ihn, sagen wir, bloß eine Woche vor dem Einsturz versetzt, das hätte ihm nichts mehr genützt. Wer weiß, wenn sie Ljoscha damals verhaftet hätten, wäre vielleicht alles anders gekommen, aber was aber? Naja, ich sage Ihnen doch, sie haben ihn nicht verhaftet. Solche Jahre waren das. Die Jahre des großen Terrors, aber damit auch die Jahre der glücklichen Fügungen. Vor allem Ljoschas Tätigkeit bei der Pompolit wegen glaubten sie lange Zeit,
Man könne noch jemandem helfen. Diese Hoffnung löste sich 1937 vollständig auf. Ja, vielen herzlichen Dank für die sehr beeindruckende Lesung, Sascha und Ruth. Wir haben, wie ich finde, sehr vielfältig Ausschnitte aus diesem Leben der Tatjana Alexejewna gehört. Ich würde gerne direkt Sascha Filipienko fragen, wie sind Sie zu diesem Stoff gekommen? Gab es familiäre Verbindungen zu diesem Thema? Sind Sie zufällig auf Dokumente gestoßen oder was hat Sie gereizt, einen ganzen Roman über dieses Thema, vor allen Dingen auch der Kriegsgefangenen, eingebettet in die Geschichte der 40er Jahre zu schreiben? Мой следующий вопрос, то есть спасибо за чтение, и мой следующий вопрос к Саше, это как вы выбрали эту тему? У вас был повод в семье, чтобы выбрать именно тему военнопленных, или как вы столкнулись с этим? Нет, это очень интересная история, и я всегда считаю, что хорошо, когда не только внутри книги есть история, но и у самой книги есть история. Nein, das ist eine interessante Geschichte, und das ist nämlich die Geschichte dieses Buches und nicht nur die Geschichte im Buch. На презентации моей третьей книги ко мне подошел читатель, попросил автограф и сказал, что он занимается архивными документами, и если мне будет интересно, он может присылать мне разные исторические документы, которые он находит в архивах. Bei einer Buchpräsentation meines dritten Buches ist ein Leser auf mich zugekommen und hat gesagt, er hat mit Dokumenten aus Archiven zu tun und wenn ich möchte, dann kann er mir solche Dokumente zukommen lassen. И в этот день моя жизнь изменилась, потому что я согласился. Я сказал, да, конечно, мне очень интересно, и моя жизнь изменилась, потому что утром я заваривал кофе, открывал свою почту и видел документ, например, о том, что советские войска, когда освобождали немецкие концентрационные лагеря, например, Бухенвальд, разобрали там все бараки, забрали всю посуду и вывезли это в Советский Союз, и из этих же бараков в системе ГУЛАГа заново собрали другие бараки, как Икею, как будто в Советском Союзе не было лесов и не было дерева для того, чтобы сделать бараки. И в этот момент ты начинаешь понимать, что война закончилась не тем, что добро победило зло, а тем, что одно зло победило другое зло, и одно зло продолжает существовать. Ja, ich habe zugesagt und damit hat sich mein Leben verändert, denn ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe während dem Kaffeekochen meine E-Mails gelesen und da waren dann Dokumente drin, wie zum Beispiel, wie die sowjetischen Truppen das Lager von Buchenwald befreit haben und die Baracken zerlegt haben, sich die Bretter mitgenommen haben und dann in der Sowjetunion Gulags draus gebaut haben. Also sie haben es eigentlich wie IKEA schon gemacht. Und da wurde mir bewusst, dass das mit dem Sieg, das war nicht der Sieg des Guten über das Böse, sondern das war der Sieg des einen Bösen über das andere Böse. И у меня оказалось очень много документов, но я не знал, что с ними делать, потому что до меня был Шаламов и был Солженицын, и были свидетели всех этих событий, об этом было много написано. И я многое читал, понимал, что эти документы меня потрясают, хотя я и все это почти знал, для меня это не было какими-то открытиями. Но с другой стороны, были какие-то новые документы, и до какого-то момента я не знал, что с ними делать. Но когда мы наткнулись на документы Красного Креста и поняли, что Красный Крест пишет Советский Союз, а Советский Союз не отвечает, это стало толчком к написанию романа в этот момент, когда мы узнали, что на первые письма Красного Креста Советский Союз не отвечал. Ja, und ich habe dann ganz viele Dokumente gelesen und habe aber nicht gewusst, was ich damit machen soll, weil vor mir haben schon Schalamow und Solzhenitsyn geschrieben, es gibt Zeitzeugen, ich bin kein Zeitzeuge. Und mich haben diese Dokumente fasziniert und gleichzeitig wusste ich nicht, was ich daraus machen soll. Und es war jetzt auch nicht so, dass das jetzt so viel Neues war für mich. Aber es war einfach beeindruckend, die Dokumente vor sich zu haben.
Und diese Geschichte mit dem Roten Kreuz, also wie mir dann klar wurde, dass es hier einen einseitigen Briefwechsel gegeben hat, also Briefe, die nicht beantwortet wurden, das war dann für mich der Anlass, diese Geschichte zu schreiben. И важно понимать, что у нас было всего два документа, из которых мы понимали, что в начале войны Красный Крест начинает писать письма, и Советский Союз не отвечает, но всей переписки не было. И в этот момент у меня началось, с одной стороны, я работал над художественной частью романа, а с другой стороны, это было журналистское расследование, потому что мне нужно было найти всю эту переписку, и я начал писать запросы в МИД, и в Москве, как и 70 лет назад, уже 80 лет, меня не пускали в архивы, и мне, и Косте, этому молодому человеку, который мне показал когда-то первые документы, мне пришла в голову идея простая, что раз швейцарцы писали эти письма, то нужно поехать в Женеву и найти эту переписку там. То есть, с одной стороны, это была художественная работа над книгой, с другой стороны, это было расследование с поиском этих документов. Und ich hatte am Anfang eigentlich nur zwei Briefe, aus denen eben hervorging, dass ganz am Anfang des Krieges das Rote Kreuz Briefe geschrieben hat, die nicht beantwortet wurden. Und ich habe dann parallel den künstlerischen Text entwickelt und gleichzeitig journalistisch gearbeitet, indem ich eben versucht habe, an den Rest der Korrespondenz zu kommen. Ich habe Anträge gestellt ans Außenministerium. Und genau wie vor 80 Jahren bin ich eben auch nicht ins Archiv gelassen worden. Und dann ist mir eingefallen, okay, nachdem das ja eine Korrespondenz war, müsste es eigentlich in Genf noch Briefe geben. Рассказать историю миллионов военнопленных, на которых советская власть наплевала, и объяснить людям, которые сейчас ездят с наклейками на автомобилях 41-45, можем повторить, что именно они хотят повторить, какой ужас будет происходить в их семьях, если они окажутся в плену. Очевидно, что так как это замалчивается, об этом не говорят, эти люди просто не понимают, в какой ситуации могут оказаться они, их жены, их дети. И мне захотелось, во-первых, узнать, чем закончилась вся эта переписка, и как велась переписка Красного Креста с советской властью. А с другой стороны, конечно, показать весь ужас и объяснить, попытаться объяснить, что война – это не Олимпиада и не соревнование спортивное, что это трагедия, о которой нужно говорить постоянно, о том, что единственным лозунгом может быть не то, как сейчас в России можем повторить, а единственным лозунгом должно быть никогда больше. Und ich wollte dann eben diese Geschichte von den Kriegsgefangenen erzählen, weil es jetzt in Russland gibt es Leute, die haben Aufkleber am Auto, wo drauf steht, wir können das wiederholen, also 1941 bis 1945, wir können das gern nochmal machen. Und ich glaube, dass die Leute einfach nicht wissen, also nachdem dieses Kriegsgefangenen-Thema überhaupt nicht bearbeitet wird, haben die Leute einfach keine Ahnung, was mit ihnen, mit ihren Ehefrauen, mit ihren Verwandten passieren kann. Und also ich wollte auf der einen Seite selber wissen, was aus diesem Briefwechsel oder Nichtwechsel geworden ist. Und auf der anderen Seite wollte ich eben diese Geschichte erzählen, weil für mich die einzige Losung zu dem Thema kann eben nicht sein, dieses wir können es wiederholen, sondern nie wieder. Und es ist, also es ist Krieg und keine Olympiade. Also es ist kein Sportwettkampf. Ja, vielen Dank für diese wichtige Antwort. Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Verhältnis von Dokument und fiktionaler Geschichte zurückkommen, die Sie ja selber gerade erwähnt haben. Спасибо за этот важный ответ. Я хочу вернуться к переплетению фикции и документов. Wir werden gleich noch einen kurzen Ausschnitt aus den Dokumenten hören. Was ich beim Lesen des Romans unglaublich faszinierend fand, war, wie Sie die Dokumente in den Roman integrieren und gewissermaßen auf dem Fundament dieser in den Roman eingeschleusten Dokumente die Geschichte entwickeln und sozusagen das Dokumentarische mit dem Stoff des Fiktionalen quasi ummanteln oder umhüllen. Mhm. Мы сейчас услышим еще краткий отрывок с оригинальными документами. И для меня было потрясающе, как вы именно это переплетение
исторических документов с фикцией. И как вы на основе этих документов развиваете эту историю фикциональную, собственно? Zugleich hatte ich zwischendurch hin und wieder den Eindruck, dass sie quasi den Dokumenten mehr zutrauen als ihrer eigenen fiktionalen Geschichte. Одновременно у меня было иногда впечатление, что вы думаете, что у документов есть больше силы, чем у вашего воображения. Und daher meine Мы Frage. сейчас слушаем, или А, я могу а, ответить? Ja, Kann und ich meine Frage, antworten jetzt? ja, Нет, ja, Sie können jetzt еще schon будет antworten. вопрос. Oder Не, можно. ich komme durch. Genau, die Frage ist eigentlich im Prinzip, warum war Ihnen eigentlich diese Verzahnung von fiktionalem und dokumentarischem doch so wichtig? Man könnte auch anders fragen, warum oder was kann die literarische Fiktion möglicherweise mehr leisten, als es ein reiner Sachtext oder ein geschichtswissenschaftlicher Text kann? Вот вопрос в том, почему вам было так важно это переплетение фикции и документов? Или, чтобы задать вопрос по-другому, что умеет фикция, что не умеет документальная или научная работа? Я думаю, что есть один интересный момент. Обычно редактор, когда ведется работа над романом, у меня прекрасный редактор Борис Пастернак, он же редактор Светлана Алексеевич. Обыкновенно редактор говорит: слушай, у тебя вот здесь плохое предложение, или у тебя здесь плохой абзац, тебе нужно над ним поработать или что-то изменить. И когда велась финальная стадия работы над романом, мне звонил мой издатель и говорил: у тебя здесь очень красивое предложение, вычеркивай его. И здесь еще очень красивое предложение, убирай его из текста. И мы занимались тем, чтобы художественная часть романа никак не перевешивала документальную часть романа, чтобы они работали вместе, и чтобы текст художественный, несмотря на то, что это фикция, все равно был очень сухим, жестким и работал вместе с романом. Это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что есть моменты, когда не нужно ничего говорить, ничего добавлять из себя. Скажем, когда я привожу медицинскую карту ее, это медицинская карта другой женщины, да? И при этом, даже несмотря на то, что это фикция, этот роман точно реконструкция. Если она сидит на скамейке, я проверял по фотографиям, что это за скамейка. Если мимо проезжает автобус, я знал, что в тот день по Москве проезжал именно этот автобус. Поэтому их художественная книга, она тоже очень документальна. Все люди, с которыми она разговаривает, реально существовавшие персонажи. В этом смысле художественная часть нужна мне для того, чтобы взять за руку читателя и отвести его в это время. А дальше я приглашаю его к тому, чтобы он увидел эти документы. Also ich arbeite sehr gut mit meinem Verleger zusammen, Boris Pasternak vom Verlag Vremja, der auch Svetlana Alexejewitsch verlegt. Und normalerweise ist es beim literarischen Schreiben so, dass man irgendwie versucht, eben schön zu schreiben oder literarisch hochwertig zu schreiben. Und mein Lektor hat eben immer also hat eben an manchen Stellen zu mir gesagt, hier hast du zu schön geschrieben, kannst du bitte diesen schönen Satz rausnehmen oder diesen schönen Absatz rausnehmen, weil ich dann doch versucht habe, diesen künstlerischen, diesen fiktionalen Teil davon abzuhalten, dass er stärker wird oder das Übergewicht bekommt gegenüber dem dokumentarischen Teil. Und diese Fiktion sollte eigentlich sehr trocken und streng bleiben und wichtig war eben, dass das gut zusammenstimmt. Und gleichzeitig ist es aber, es ist nicht wirklich reine Fiktion, sondern es ist eher eine Rekonstruktion, weil das Ausgedachte im Text
auch sehr viel Dokumentarisches hat. Das heißt, wenn ich geschrieben habe, sie setzt sich dort auf eine Bank, dann habe ich gewusst, dort ist tatsächlich eine Bank. Oder wenn sie mit dem Bus fährt, dort fährt tatsächlich um diese Zeit ein Bus oder fuhr eben damals. Und ich brauche den fiktionalen Teil des Textes, um den Leser an der Hand zu nehmen und in diese Zeit mitzunehmen. И более того, с книгой случилась потрясающая история, потому что когда уже был напечатан тираж, я еще раз решил перепроверить. Там есть момент, когда она впервые приезжает в Москву и с нянечками покупает газеты. Я этот момент реконструировал по фотографии. И самой я решил проверить еще раз эту фотографию и увидел, что в самой датировке фотографии была ошибка на год. То есть в тот год, когда она покупает газеты, она не могла их купить. Некоторые газеты вышли только на следующий год. И на сюжет это никак не влияет. Я просто называю там четыре газеты, которые можно было поменять. Или не менять. Это никак не играет на сюжет. Но я понимал, что так как мы пишем исторический роман, мы не можем допускать никаких ошибок, и я позвонил своему издателю и сказал, что мы должны убрать книгу из тиража, еще не выпускать, потому что нам нужно перепечатать четыре названия газет. Я выслушал, как Пастернак ругается в трубку на меня, но я ему очень благодарен, потому что он сумел как-то из типографии поменять одну страницу уже в целом тираже. Они сумели как-то это изменить и поменять название четырех этих газет. Поэтому, хотя вот это кажется, что это фикция, но это еще один пример того, как скрупулезно велась работа над книгой. Und jetzt möchte ich noch etwas erzählen, warum das eben keine Fiktion ist, sondern wie wichtig da dieser historische Wahrheitsgehalt auch war. Es war die erste Auflage schon gesetzt. Und es gibt eine Szene, wo Tatjana Alexejewna nach Moskau kommt und sie kauft dort Zeitungen, also sie mit den Erzieherinnen, sie kaufen Zeitungen und das sind vier Zeitungsnamen kommen drin vor. Und ich habe das anhand eines Fotos geschrieben und bin dann draufgekommen, dass das Foto falsch datiert war. Die haben sich geirrt um ein Jahr. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Tatjana Alexejewna diese Zeitungen gekauft hat, sind die noch gar nicht erschienen. Und das war mir eben so wichtig, dass das historisch stimmt, obwohl das für die Handlung überhaupt auf die Handlung keinen Einfluss hat. Und ich habe meinen Verleger angerufen und habe ihm gesagt, ja, das geht nicht, das können wir nicht zulassen, das müssen wir ändern. Habe ihm zugehört, wie er geflucht hat am Telefon, aber er hat es dann hingekriegt, dass er diese eine Seite ausbessert, diese vier Zeitungsnamen, obwohl der Roman schon gesetzt war. Also das zeigt, wie wichtig die historische Richtigkeit ist. В этой книге есть одна неточность, которую я намеренно сделал. Есть момент, когда дети в детском саду едят торт Сталина. И мне кажется, даже Рут удивилась и писала мне, что но это точно невозможно, не может быть такого, чтобы дети в детском саду ели торт Сталина. И я прислал ей фотографию из детского сада в России, где дети едят торт Ленина. И единственное, что я поменял, Ленина на Сталина. И вот если кто-то скажет, что у меня есть историческая неточность в романе, то она такая, да, я поменял Ленина на Сталина. Also ich habe eine historische Ungenauigkeit eingebaut in den Roman, die ist aber Absicht. Und es gibt so eine Szene, wo die Kinder im Kindergarten eine Torte essen, die in Form von Stalin gebacken wurde. Und da hat sich sogar Ruth gewundert beim Übersetzen und hat gesagt, das ist sonderbar, die können doch nicht eine Stalin-Torte essen. Und ich muss zugeben, das hat nicht gestimmt, das war nämlich eine Torte in Form von Lenin. Das heißt, wenn irgendjemand meint, es gibt historische Fehler in meinem Text, das ist einer. Das ist der Fehler. Ja, vielen Dank. Das ist eigentlich ein sehr schöner Übergang zu einer nächsten Frage. Und ich füge noch mal kurz was Organisatorisches ein. Ich habe jetzt kurzerhand beschlossen, dass wir die Lesung aus den Dokumenten jetzt leider doch streichen, weil wir doch sehr auf die Uhr gucken müssen. Ich kann vielleicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz andeuten, dass wir ja eigentlich sehr, sehr schöne und wichtige Auszüge für die Lesung vorbereitet hatten aus diesen Korrespondenzen. Also wir hatten eben Briefe des Internationalen Roten Kreuzes,
an die russischen Behörden, Telegramme aus den Jahren 41 und 42. Das sind eben jene Dokumente, Originaldokumente, die Sascha Filipenko selber im Archiv in Genf eingesehen hat. Aber wir müssen es leider kürzen oder rauswerfen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Да, нам придется снять чтение с оригинальными документами, потому что у нас просто времени нет уже. Хорошо. Und daher würde ich zurückkommen auf dieses, auf die Moment, auf die Frage des Übersetzens und würde die nächste Frage gerne an Ruth Altenhofer stellen. Es gab ja gerade eine sehr schöne Überleitung zum Übersetzen. Was ich mich nochmal gefragt habe, auch als ich das Buch gelesen habe und den Originaltitel im Kopf hatte, nämlich Krasny Kriest, also das Rote Kreuz im Singular und die deutsche Übersetzung mit Rote Kreuz im Plural, habe ich mich gefragt, wie kam das? Also wie kam es zu dieser Entscheidung, die Pluralform draus zu machen? Und vor allen Dingen auch, was bedeutet das für dich als Übersetzerin? Also hat sich dadurch auch mehr metaphorischer Spielraum eröffnet, den du quasi den Lesern nochmal anders antragen kannst? Oder ja, was hat es mit dieser Titeländerung auf sich und welche Bedeutung hat sie auch für die Interpretation? Also Diogenes hat mich schon mit der Übersetzung des Romans Rote Kreuze beauftragt. Das heißt, ich habe von Diogenes diesen Titel gehört und habe mir gedacht, total gute Idee. Habe dann später erfahren, dass es in der französischen Übersetzung schon im Plural ist. Also irgendjemand andere hat vor Diogenes schon diese gute Idee. Und ja, man merkt es einfach beim Lesen, beim Übersetzen, dass das Rote Kreuz in verschiedenen Formen vorkommt, also dass es ein wiederkehrendes Motiv ist. Deswegen finde ich es sehr passend und ja, ich finde es fegt auch die Frage weg, soll das jetzt ein rotes Kreuz, das rote Kreuz, rotes Kreuz heißen, ob man es groß oder klein schreibt und solche Dinge. Das finde ich eine ganz super elegante Lösung. Ja, danke schön. Willst du es ganz kurz Sascha Ah, ja, übersetzen oder? genau. Ja, Polja. Ja, Polja. Da, okay. Oder? Da, ja. Okay, passiert. Dann würde ich die Frage auch gleich an Sie zurückgeben. Hat Ihnen die Abänderung des Titels in Plural gefallen? Und das ist die erste Frage, die mit dem Übersetzen zu tun hat. Die zweite, mich würde sehr interessieren, wie Sie bei allen Ihren Romanen, aber jetzt vor allem bei denen, der ins Deutsche übersetzt wurde als erster, wie stark Sie auch die Prozesse des Übersetzens als Autor begleiten. Ist es Ihnen wichtig, da im Prozess involviert zu sein, dabei zu sein, oder vertrauen Sie den Übersetzerinnen blind, was die Verwandlung Ihres Textes in die andere Sprache, in den anderen Sprachraum betrifft? Я хочу и вам задать этот вопрос, но понравилось ли вам это изменение названия книги? И второй вопрос. Да, как вы относитесь к своим переводчикам? Вы сопровождаете их работу и вы вмешиваетесь в переводы или как вы с ними общаетесь? Не только касающийся «Красный крест», но и в других романах. Я начну сразу со второго вопроса и хочу сказать, что у Рут большое терпение, потому что работать со мной суперсложно, потому что у меня ужасный характер, и я вечно могу вспылить на пустом месте. И то, что книга вышла на немецкий, это большая заслуга Рут, потому что она меня терпит. Wow. ja, ich möchte sagen, dass ich Ruth sehr danken möchte für ihre Geduld, weil es ist nicht so einfach, mit mir zu arbeiten, weil ich einen etwas komplizierten Charakter habe und manchmal aufbrausend sein kann ohne Grund. Und sie hat mich da ausgehalten. На самом деле, все переводчики работают очень по-разному. Например, когда книга вышла в Венгрии или в Чехии, я вообще ничего не знал. Мне просто уже прислали книгу, и я узнал, что она вышла. С Рут мы работали очень плотно. И сейчас с английским переводом я тоже работаю очень плотно.
Каждый переводчик выбирает свою стратегию и сам решает, как ему работать, как ему удобнее связываться с автором или нет. И в этом смысле я могу только помогать, и я рад, что меня терпят переводчики. А что касается переводов, ну, можно перевести, да, это. Na, und ich finde, dass die Übersetzer ganz unterschiedlich arbeiten. Da hat jeder seine eigene Art. Zum Beispiel in Ungarn und Tschechien ist mein Buch einfach auf Ungarisch-Tschechisch erschienen und ich habe es erst mitbekommen, wie, also ich habe die ganze Zeit nichts gehört von den Übersetzern. Und mit Ruth war die Zusammenarbeit eher eng. Auch mit dem englischen Übersetzer oder Übersetzerin weiß ich jetzt nicht, arbeite ich auch eher eng zusammen. Also da hat jeder einfach so seinen Zugang. Что касается множественного числа, то мне кажется, что это хорошая идея, потому что она имеет в русском языке лучше звучит в единственном числе, я считаю, в иностранном. Мне кажется, это название имеет место быть, потому что действительно в книге идет речь о многих крестах. И это не только Красный Крест, но это и судьбы, и метафоры, и это довольно точный перевод. Но я всегда считаю, что в каждой стране издатель должен решать. Например, в Голландии я знаю, что книга вообще будет называться даже не во множественном числе «Красные кресты», а что-то вроде «Стирающая». Женщина, которая стирает слово, как я понимаю. Поэтому это будет вообще совсем другое название. Ja, und was diesen Plural im Buchtitel betrifft, finde ich, ist es gut, weil tatsächlich im Buch viele Rote Kreuze oder mehrere Rote Kreuze vorkommen und das ein Motiv ist, das sich durchzieht. Ich finde halt, auf Russisch klingt es im Singular besser. Und ich weiß nicht, es gibt eben in der holländischen Übersetzung heißt es überhaupt wieder ganz anders, also weder im Singular noch im Plural, sondern es heißt irgendwie sowas wie die Auslöschende oder so, also eine, die irgendwas wegmacht, auslöscht. So. Ja, danke. Ich habe jetzt leider schon in Richtung Abschluss denkend, guckend, noch an euch beide, an Sie beide nochmal jeweils eine Abschlussfrage. Ich hätte noch viel mehr Fragen gehabt, aber wir müssen auch davon einiges rauswerfen, das als Anregung für weitere Gespräche betrachten. Ruth, mich würde sehr interessieren, können wir von dir jetzt weitere Übersetzungen von der Romane Sibienkos im Deutschen erwarten? Können wir uns schon freuen, dass weitere Bücher übersetzt werden? Oder ist das noch offen? Ja, ich bin guter Hoffnung. Aber mehr kann ich nicht sagen. Also ich würde gern, aber entschieden ist noch nichts. Und ich glaube schon auch, dass die Corona-Zeit jetzt nicht die Zeit ist, wo die Verlage große Nägel mit großen Köpfen machen. Это был вопрос о том, будут ли в будущем еще переводы ваших романов в моем переводе. Я сказала, что пока... Я надеюсь, кажется, что да. Да. Да, я сказала, что я надеюсь, но пока никаких решений. Но я думаю, что это и вирусное время сейчас, что никто ничего не решает. Нет, нет, уже да, скоро будет. Я думаю, окей. Also es gibt gute Hoffnung, dass es weitergeht mit Übersetzern ins Deutsche. Und Sascha, von Ihnen würde ich gerne auch mit großer Neugierde wissen, bleiben Sie auch im literarischen Schreiben an historischen Themen dran? Geht es weiter mit anderen Schreibprojekten? Woran schreiben Sie gerade? Sascha, от вас я хочу узнать, над чем вы сейчас работаете, и вы продолжите работу над историческими темами? Да, я прямо сейчас пишу книгу, которую опять я написал роман современности, который только-только вышел в России. И сейчас я опять отправляюсь в прошлое, и я хочу написать книгу, я пишу ее уже, собственно, об одном, о первом директоре московского крематория, у которого была совершенно невероятная судьба. И я сейчас опять в архивах, и, к сожалению, опять, даже сейчас мы находимся в 2020 году в ситуации, когда есть его дело в архивах, прошло уже 75 лет, и некоторые страницы его дела до сих пор засекречены. Я могу прочитать половину дела, а некоторые страницы я не могу прочитать.
И сейчас я пишу роман про этого человека, у которого, правда, совершенно потрясающая судьба. И опять на фоне его судьбы я смогу рассказать о том, как жилось в Советском Союзе. Also ich habe jetzt gerade einen Roman, der ist ganz kürzlich erschienen, geschrieben, der spielt in der Gegenwart. Und jetzt schreibe ich, habe ich schon damit begonnen zu schreiben, wieder eine historische Sache, nämlich über den ersten Direktor des oder den ersten Direktor des ersten Moskauer Krematoriums. Und ich bin jetzt mit einer Situation konfrontiert, obwohl wir im Jahr 2020 sind, dass ich dessen Akt lesen kann, aber etliche Seiten sind verschlossen, habe ich keinen Zugriff darauf. Und ja, obwohl das schon ewig her ist, ja, diese Geschichte möchte ich erzählen. Ja, vielen Dank. Das klingt sehr, sehr interessant und ich bin jetzt schon sehr neugierig auf das neue Buch. Bin auch weiterhin neugierig auf irgendwie weitere Beschäftigung mit dem Rote-Kreuze-Roman. Ich merke, es haben sich noch viele weitere Fragen für mich ergeben und ich hoffe, dass wir bald Gelegenheit haben werden, wo auch immer oder in welchem virtuellen oder realen Raum auch immer, das Gespräch fortzusetzen. Und ja, ich bedanke mich für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Да, мне стало любопытно, мне уже интересно прочитать ваш следующий роман. И у меня остались вопросы, у меня все еще появляются вопросы к Красному Кресту. И я надеюсь, что мы можем продолжить разговор когда-нибудь в другом месте, в другое время. И во всяком случае, я хочу благодарить вас за очень интересный разговор. Я тоже, я очень благодарен всем, и я все-таки верю, что скоро я приеду в Берлин, и мы все встретимся и сможем поговорить не виртуально, а в Берлине, в Вене. И я сейчас, к сожалению, каждый день с ужасом вспоминаю, что сегодня я должен был быть в Берлине, в Зальцбурге, и что столько встреч, к сожалению, не получилось. И я надеюсь, что все случится в ближайшее время, когда все наладится. Ja, ich bedanke mich auch und ich glaube schon und ich hoffe schon sehr, dass ich demnächst mal in Berlin sein werde oder in Wien und wir dann uns weiter unterhalten können. Und ja, es ist gerade schade, man denkt sehr oft, heute wäre ich in Salzburg gewesen oder heute wäre ich eben in Berlin gewesen. Und ja, aber es ist eben diese Zeit so. Ja, vielen Dank auch an Ruth. Ruth, vielen Dank für deine. Ja, dass wir dich in Doppelfunktion heute hier dabei haben konnten, als unglaublich gute Dolmetscherin und als Gesprächspartnerin zu deiner wunderbaren Übersetzung des Romans ins Deutsche. Vielen Dank, dass du in dieser Doppelfunktion heute dabei warst. Gerne. Und ich danke auch sehr herzlich dem Literaturhaus Berlin. Vor allen Dingen Sonja Nogolius und Konstantin Münzel, die uns im Hintergrund technischen Support begleitet haben. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung auch in diesen für uns alle ungewohnten Umständen stattfinden konnte. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung des Gesprächs und hoffe, dass alle, die zugehört haben, dem Gespräch mit Interesse folgen konnten und natürlich sehr angeregt sind, das Buch und weitere Bücher von Sascha Filipienko zu lesen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.